Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es endlich wieder mit dem 190er weiter. Chris ist auch wieder am Start. Hi. Was machen wir heute, Chris? Wir tun zuerst mal den Kreislauf für die Kühlung für den Kompressor einmal anschließen. Genau. Nach der Spritpumpe gucken. Stimmt, die summt ja immer so komisch, weil irgendwo der Durchfluss irgendwie zu gering wird. Und noch was war? Lambda-Sonden. Lambda-Sonden machen wir rein. Stimmt, die haben wir jetzt auch schon da. Und dann wollen wir halt nochmal hier hin und her fahren, weil wir ja ein, zwei Sachen manipulieren mussten mal kurz, nur um zu gucken, ob der Kompressor anbleibt. Genau. Das wird natürlich auch behoben und dann haben wir ein Ziel, im Prinzip den Raphael in den Arsch zu treten. So. Du hast den Raphael auch auf der Messe gesehen? Genau. Und du hast ihn auf diesen Motor angesprochen? Nee, eher mich. Ach, wieso? Ich war bei Wagner am Stand. Ja. Und da kam er gerade und hat mich so angeguckt und dann habe ich gemerkt, überlegt, wo muss er mich hinstecken? Ja. Und dann habe ich so Hallo gesagt. Und dann, jetzt sag mal, wer bist denn du? Und dann habe ich, so und so. Und dann hat man, ich sag mal so, man hat direkt gemerkt, dass da etwas Abneigung gegen diesen aus meiner Sicht optimalen Motor ist. Weil du auch einen fährst. So. Genau. Und darf man das schon sagen, was du da vorhast? Ja, klar. Ja. Wir haben ja vor, in unseren 203er mit diesem M272er Motor, mit dem V6 Motor, den V8 273 reinzumachen. Das ist ja eigentlich eine relativ ähnliche Geschichte. Mhm. Sollte einfach sein. Und du willst jetzt auch in deinen 112er genau. Motor, also den 320er Benziner, C-Klasse, den M113 reinmachen. Genau. Also M113, M112 zu 272 zu 273. Du fängst jetzt auch mit der C-Klasse an. Ich zeig's euch mal schon, den Kombi. Der hier. Und der soll natürlich auch auf Schalter umgebaut werden. Genau. Es ist also jetzt ein Schalter. Es ist jetzt ein Schalter, soll aber auch V8-Schalter werden. Genau, und bleibt ein Schalter, aber so. Mit dem V8. Ist aber auf jeden Fall interessant. Da habe ich schon gerade vorhin mit ihm besprochen, dass wir wahrscheinlich, wenn der Motor mal draußen ist, das zum Vergleich mal, dass wir da mal vorbeikommen. Genau. Und das mit dem Steuergerät und so kannst du auch mittlerweile selber lösen. Genau. Ja. Ist es hier auch aber auch deutlich einfacher als bei den Kompressormotoren. Ja, ja. Aber das, weil du keinen Kompressor hast. Genau. Ja. Und da nehme ich euch auf jeden Fall mal mit und da gehe ich mal hin. Und auch wenn er mal fertig ist, zeigt man das nochmal. Gerne. Weil ich glaube, das ist eine interessante Geschichte, ohne das Auto zu verlängern. Ja, so ist der Plan. So ist der Plan. Also diese typischen 203 C55 Modelle haben ja immer diese längere Kotflügel, längere Haube, diese Teile, wo ich ja mal im letzten Mal Video gezeigt habe, was nicht mehr lieferbar ist übrigens, die bräuchte man da jetzt nicht. Wird eng. Ja. Also man sollte besser, bevor man den Motor reinmacht, Riementrieb vorne, am besten einmal alles neu. Ja. Weil im eingebauten Zustand da kommst irgendwie ein paar Rollen wechseln, keine Chance. Schwierig, aber es sollte funktionieren. Und das aber auch beim 273er. Da bin ich mal gespannt, ja. Ich auch. Also im schlimmsten Fall muss man verlängern, aber vorerst sieht es so aus. So, jetzt nehmen wir das Ding mal auf die Bühne und machen da jetzt mal weiter, dass der mal auch mal fertig zusammengebaut werden kann, auch hier jetzt optisch. Also, bis gleich. Wir fangen jetzt zuerst mal mit dem Sprit an. Und zwar haben wir hier, das ist Rücklauf, was wir mal beim 2.6er brauchen und hier in dem Fall nicht, die geht da runter. Wir haben ja hier in dem Fall keinen Rücklauf, sondern das, was zu viel ist, wird ja unten schon an der Pumpe mit dem Filter wieder zurück. Genau, der hat den Druckregler im Filter drin. Mhm. Und was das, zu viel was er ist? Dann da, geht direkt vom Filter aus wieder zurück in den Tank. Das heißt, das ist hier alles hier für den Katz, das kann ich alles rausholen, theoretisch. Genau, das war von meinem 2.6er so. Nur gucken, ob er, wo er unten sitzt, weil der geht ja hinter das Lenkgetriebe irgendwie. Genau. Da. Okay, dann gucken wir es von unten nochmal an. So, kommt da oben runter. Von da oben wird das hier der zweite hier, gell? Ja. So, und der geht hier komplett durch einmal. Ja, ich weiß, das muss noch alles noch gemacht werden. Steht ja aber im Trockenen daher, kein Problem. So, und der ist es. Genau. Und der geht ja komplett hier zurück in den Tank. Da oben ist es. Hier. Und wir haben das System, hier kommt Sprit in die Pumpe, Pumpe fördert, in den Filter, Filter regelt. Sagt, das, was vorgehen kann, geht dann praktisch auch hier durch, also hier so wieder vor. Und der Rest, der hier, der fährt da rein. Und du hast gemeint, wir geben diesem Ding hier
Ja, vor allem, weil wir ja hier direkt vor der Pumpe wieder reingehen. Ja. Und das ist auch viel zu eng. Ja. Und deswegen, das muss komplett raus. Das war beim 2.6er. Der hatte ja die Doppelpumpen. Ja, ja. Das muss komplett raus. Und das ist ja die Pumpe vom SL55. 50, genau. Ein Kraftstofffilter SLK32, was zu dem Motor passt. Ja. Das muss hier raus und dann legen wir hier den Rücklauf in den Tank rein. Dann haben wir genau so wie Original SLK 32. So verbaut ist, genau. Genau. Also das heißt jetzt im Prinzip, diesen Schlauch hier setzt man hier drauf. Genau. Ganz einfach. Und das Stück nach vorne braucht man theoretisch nicht mehr. Genau. So, das machen wir jetzt vorerst mal und dann ist das Gequietsche schon mal Thema erledigt und es ist ein Schlauch weniger im Auto. So, das ganze Zeug ist jetzt raus, was fällig war. Gucken wir mal, ob alles dicht ist. Die Leitung noch wieder festmachen. Ja. Gut, das mit dem Gequietsche hören wir erst, wenn er warm ist, ne? Ja, wenn er beide läuft. Aber das ist jetzt weg, bin ich sicher. Jetzt haben wir praktisch hier den direkten Zufuhr. Das Teil hier zwischendrin ist rausgeschmissen worden. Rücklauf geht jetzt von hier raus, direkt wieder zurück hier. Da ist jetzt nichts mehr dran verbunden und hier ist, wie gesagt, Zufuhr direkt hier rein. Ganz simpler Weg. Hier, das Stück ist jetzt rausgekommen. Und ich glaube, dass das wirklich... Geht ja nichts durch. Dicht ist er. Haben wir die Dinger unten fest. Und dann ist schon mal Thema Sprit erledigt. Next Step ist jetzt die Pumpe. Den Ladeluftkühler. Die schließen wir jetzt mal auf volle Kanne an. Uns ist aufgefallen, dass wir jetzt keinen Stecker dafür haben. Jetzt haben wir es provisorisch mal nur reingesteckt, dass die überhaupt funktioniert. Provisorisch, bis der Stecker da ist. Hier ist die Pumpe. So ist jetzt drin. So, jetzt lassen wir ihn mal laufen und gucken, ob sie mitläuft. Ja, wir müssen sie übers Relais anschließen, weil das Motorsteuergerät den Ausgang auch überwacht. Stimmt. Das machen wir jetzt noch schnell. Und in echt ist es eigentlich so, dass der ja nicht immer voll Kanne mitläuft, hast du gesagt, weil nee. Der eigentlich noch geregelt werden kann. Bei dem Motor ja, der kann nur an oder aus. Ach so. Und die Pumpe ist aber von auch verbaut in den neueren und die können die Pumpe auch regeln, wie sie es brauchen. Okay, stufenweise. Genau, und mir hängen sie aber so dran wie die originale Pumpe hier auch. Das heißt, das Motorsteuergerät sagt an oder aus. Okay, ach Moment. Die Pumpe kann aber mehr. Als die Originale. Entschuldigung, die läuft von Anfang an. Oder sagt das Steuergerät, hör zu, ich habe die Gradzahl erreicht, steigt sie an. Ja. Okay, also sie läuft nicht dauerhaft. Genau. Okay. Hat aber vielleicht einen Zusammenhang mit dem Problem, was wir schon gehabt haben, mit dem Ansaugtemperatur? Schauen wir mal. Wir haben ja das Problem gehabt, dass der Kompressor irgendwann ausgeschaltet hat, weil er zu hohe Ansaugtemperatur gemessen hat. Da hatte man die Pumpe eigentlich laufen. Lief die, bist du sicher? Habe ich so im Hinterkopf. Ich dachte aber, nicht. Aber nachdem ich eben gesehen habe, dass da unten ja noch der Stecker fehlt, könnte es auch sein, dass ohne das, was damals gemerkt haben, der Pin rausgerutscht ist. Und er hat ja schon immer bei 40 Grad abgeschaltet. Ja. Und ich vermute mal, aber ich weiß es nicht, ist gefährliches Halbwissen, dass der erkennt, wie schnell geht die Ansaugtemperatur hoch und ach schaltet so. Dann schon ab. Obwohl er noch gar nicht zu heiß ist. Das wollen wir jetzt mal rausfinden. Dieses Vorsichtsmaßnahmen. Genau. Okay. Schauen wir mal. Jetzt lassen wir mal laufen und jetzt gucken wir mal. So, soweit jetzt gut. Wie gesagt, im nächsten Step geht es mit dem optischen Zeug weiter, Batterie nach hinten und so weiter. Das funktioniert schon mal gut. So, jetzt vom Thema 190er. Chris, der Berufsschullehrer, ist da. Hi. Und der hat noch einen Freund mitgebracht, der Ralf. Der Ralf hat hier ein schönes Auto mitgebracht. Also ich war noch nie der Typ, der so ein Auto mag, ne? Sportcoupé. Aber der Ralf, der... Also das hätte ich jetzt von ihm, wenn ich ihn angucke, auch nicht erwartet. dass du schon so ein Brainy bist hier. Das ist der Corrado von Mercedes. Nee. Doch. Der Corrado... Wenn du den Corrado neben hinstellst, wir haben einen in der Familie, das ist der Corrado von Mercedes. Aber der Corrado wurde gern gefahren.
Ja, hat aber tendenziell zu wenig Leistung. Ja. Und was da jetzt drin ist, können wir euch mal zeigen. Den hat der ja selber gebaut. Du bist ja ein bisschen so Schrauber und Umbautyp, ne? So. Bisschen. Bisschen. Oder wir zeigen mal zuerst mal so, warte mal. So, die Bremsanlage hinten und die Bremsanlage vorne. Das ist ganz gut, dass wir den Ralf auch noch kennenlernen dürften, weil wir schon ein paar Sachen jetzt besprochen haben, ne, in Verbindung mit Chris. Die Lehrer sind immer die schlimmsten. Warte mal, was hinten. Und jetzt zeige ich jetzt auch mal Tacho. Was ist das für ein Tacho? Ist es eigentlich auch von dem CLK 63? CLK 63 Tacho. Und der passt hier so rein? Nicht ganz. Nicht ganz. Wir haben es ja davor mal gehabt. Beim 203er haben wir darüber geredet, wenn man da einen 273er Motor reinmachen will, dass wir dann verlängern müssten, wie alle AMGs, die C55 AMGs. Jetzt zeige ich euch mal, der ist ja nicht ganz normal, ne? Der ist ja Originalkarosse, was jetzt hier drin ist. So. Bisschen eng, ne? Gut, das ist schon hardcore, ne? Das hat sich so ergeben. Ja. Ja, klar. Wobei der Kompressor ist ja auch hier nach vorne raus länger wie der V8 Sauger, weil er den doppelten Keilriemen genau, macht. Genau, weil er also einen doppelten. So also der Riementrieb nicht. Ist ja. Hier praktisch um das Stück noch länger, ne? Ja. Und wir überlegen für den Sauger schon hier Haube verlängern, Kotflügel verlängern. Brauchst du aber gar nicht. Gut, du Sauger, musst. Ja, hier ist es schon, man sieht auch hier, das Kühlpaket ist nach vorne gesetzt. Ja. Genau, das hast du ja gesagt, um 3 cm oder sowas. Ja, ne? Hier die Zarge ist ein bisschen beschnitten. Normalerweise ist hier der Bund noch dran, so wie hier. Mhm. Und dann geht's rum. Ja, aber es ist im Kühlpaket, ist eigentlich die meiste Arbeit, den Motor einzubauen, ist eigentlich das Kühlpaket zu richten. Echt? Ja. Kühlpaket ist am meisten Arbeit. Die haben das nur vergessen zu bauen. Muss ja doch dazu sagen, weil die Leute verbinden mit mir ja immer nur V6 Kompressor. Ja. Auf der ersten Blick sieht es ja fast gleich aus. Ja. Das ist ein V8 Kompressor hier. Ist ein bisschen drin, ne? Länger, ja. Aber der ist auch getüft, eingetragen alles. Ja. Ne? Ah, krass. Und der geht gut, oder? Ja, den Umständen entsprechend. Und sonst, hast du da sonst noch was? Ist schon alles scheiße. Zusätzliche Behälter und ansonsten. Gut, das ist ja für den Kühlkreislauf und den Kompressor. Getrennter Kreislauf, dann halt externe Ölkühlung, kein Wasserwärmetauscher dran, sondern normaler Luftölkühler im Endeffekt. Eigentlich reicht es ja, wenn man diese Bierburg-Pumpe verbaut. Ja, wobei du hast halt das Thema, wenn du keinen separaten Behälter hast, dann hast du eine gewisse Durchmischung vom normalen Kühlwasser auf den Niedertemperaturkreislauf. Richtig. Um das zu vermeiden, separierst du es. In dem Fall, wo man eh alles in die Hand nehmen muss, kann man auch den zweiten Behälter einbauen. Eine ordentliche Pumpe gibt es ja mittlerweile, genau, genug leistungsstarke Pumpen, genau. Die CW100. Und dann ist man in aller Regel anzogen. Was ich jetzt nur in Verbindung bringen wollte, dass man diesen Behälter oftmals auch macht, wenn man ein bisschen mit mehr Leistung fährt. Ja, macht man gerne. Man trennt es. Ja, aber das ist unabhängig davon. Man trennt den Kreislauf. Ist unabhängig davon, bedingt durch das, dass man hier schlauchmäßig eh alles halt anders machen müssen. Ist das halt so, oder? Aber sonst hast du da keine Platzprobleme gehabt, ja? Gut, das war original, Basis-Auto ist ein C320. Das heißt, wenn man an die hintere Zylinderzündkerze wechselt, ist es eh eng und es ist hier genauso eng. Das Gleiche, ja. Hinten ist es ja nicht anders. Ja. Das ist geht nur nach ja eher nach vorne anders. Raus. Die Motorposition, also praktisch die Nahtstelle Motorgetriebe, ist genau gleich an der Position. Das heißt, der Motor sitzt genauso weit nach hinten wie der Sauger auch. Mhm. Und das ist der V8 baut halt um den einen Zylinder weiter vor und der Kompressor V8 halt die Riemenebene. Das kommt noch hinzu, ne? Dass man da die doppelte Riemen. Ja. Der V6-Kompressor hat ja nur einen Riemen und der V8-Kompressor hat halt zwei Riemen. Aber also sagst du ja, weil der Chris hat es mir auch gesagt, dass man eigentlich für den 203er M273 vom Platz her nichts verlängern muss, wie beim C55. Ich denke, das geht unter. Ein kleines Stückchen, das Thema mit dem Kühlerpaket. Bei mir ist es so, wird ein Zentimeter jetzt in dem Fall. Bei mir ist jetzt so, ich baue ja auch einen C320, mein Kombi, genau. Um auf den M113 Sauger, genau. Wie es ihn ja gab, mit verlängertem Vorderwagen. Und bei mir will ich ja auch den kurz lassen. Ja. Und da fehlen mir 16 mm. Und die kriege man aber auch. Mit viel Schwung, hast du gesagt, kriegst du den rein. Genau, mit viel Schwung geht er rein, mit Anlauf und ein bisschen Spucke. Aber das kriege man schon hin, auch mit durch ein bisschen kühler versetzen. Mm-hmm.
dann wird es ja entspannter noch vom Platz als jetzt hier. Ich habe ja nach den Teilen gesucht, ich habe da welche im eBay gefunden, weißt du noch, für 2.500 Euro so ein Set vorne, ich weiß gar nicht mehr, ob die Stoßstange jetzt dabei war. Nee. Oder waren das nur die Kotflügel und das Dreieckstück hier? Und ganz ehrlich, wenn man es nicht braucht, scheiß drauf. Es ist ja auch vieles nicht mehr lieferbar. Ja, die waren nicht lieferbar, diese Eckdinger hier. Da habe ich ja extra nachgefragt. Und deswegen ist das schon, wenn man wirklich nur Kühlerpaket, bei dir jetzt auch, ne? Nur das Kühlerpaket. Das sieht ja harmloser aus, ne? Als mit dem langen Vorderwagen. Wenn sich einer auskennt, weiß er ja schon, was Sache ist. Mhm. Mit dem kurzen nicht. Aber Ralf, das ist ja nicht der einzige Umbau, den du so machst, oder? Nee, ich sag mal, da gibt's noch weitere Fahrzeuge, die so sind. Wir gehen ihn auf jeden Fall mal besuchen und ich glaube, damit fahren wir auch mal zusammen dann irgendwann mal, wenn ich zu dir komme. Weil warum wir ihn besuchen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Was war das Krasseste, was du so umgebaut hast? Du hast gesagt, du kommst eigentlich von der VW-Szene. Ja, ja, ich habe sehr, sehr viele VWs umgebaut. Früher 16V, G60, also 16V, ja. G60, 16 Vs und G60, ja. Dann halt jede Menge VR6 im dreistelligen Bereich. Haben wir aber gerade vorhin schon drüber gesprochen. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. 91, wann bist du an Wörthersee gefahren? 92 im VR6 Motor, den es gerade ein Jahr vielleicht mal gab, im 2er Golf eingetragen. Ja. Habe ich damals für einen Bekannten gebaut, weil ich war 91 noch bei der Bundeswehr und habe dann im Herbst 92, wie ich fertig war, mit dem Wehrdienst meinen eigenen dann gebaut. Und ja, dann mit dem 1.8T war ich auch relativ früh dran. 1.8T habe ich 97 im Herbst im Golf 2 getüft. Da gab es noch keinen Golf 4 1.8T zu kaufen. Der kam erst 98. Stimmt. Und wo war der schon vorher drin? Im A4? Nee. A4. Stimmt. Und A4, A3? 95. A3 war ein 97er, der AGU dann. Ja. Ich habe damals einen AEB eingebaut. Okay. Krass. Ja, da begegnet man immer Leute, wo man denkt, ja, da kommt das eine zum anderen. Ja. Und das ist halt, wenn der Schwabe dann irgendwann mal mit 40 gescheit wird und sich ein richtiges Auto kauft, ja, dann braucht er halt auch einen richtigen Motor dazu. Und dann kommen halt solche Sachen zustande. Ja, du machst es ja auch nur aus Hobby und nebenher. Ja, ich. Du arbeitest ja ganz normal. Ja, noch, ne? ich hab noch eine andere Betätigung, ja, und habe es als Nebengewerbe. Ich kann das offiziell gewerblich anbieten, solche Sachen. Ja, das ist im Endeffekt aus dem Frust raus entstanden, dass andere schneller sind. Und dann hat man angefangen, hier Nockenwellen zu kaufen, Fächerkörper zu kaufen und zu tunen und dann Motoren zu bauen, weil so ein Zweier mit dem VR6 Motor oder halt ein Einser mit dem 16V, das war auch in den späten 80er dann einfach schnell. Ja. Ich habe dann immer noch so ein Wintergolf 1 gehabt, so komplett verhurt, aber 16V drin mit Nockenwellen, Fächerkörper, 170 PS. Und Anhängerkupplung, das hat es immer getan. Ja. Wenn du da Ersatzteile holen gefahren gegangen bist, dann hast du immer Reserve gehabt. Der Schwabe. Ja, der Schwabe, ja, das war okay. Ja. Als reines. Was wir jetzt noch dazu sagen müssen, ich glaube oder ich hoffe, ich gehe davon aus, dass der Raphael gerade auch zuguckt hier. Raphael, wir haben auch über dich geredet hier. Und er mag die 112 Motoren auch. Ja, ich habe noch drei Autos mit 112er K. Und da kann man schon was draus machen. Ja? Natürlich ist der 113K nochmal eine Nummer für sich. Moment, wir reden hier von zwei verschiedenen Motoren. Aber für sich betrachtet, so schlecht ist er nicht. Wie so er das sagt. Nein. Und du sagst ja, ihm ist bestimmt so ein Motor auf den Fuß gefallen, weil er so allergisch gegen ihn ist. Deswegen hat er einen Albtraum davon. Ja. Dafür freut sich jetzt der Marco umso mehr. Ja. Es gibt ja auch 112er, die mehr Hubraum haben. Muss man auch im Hinterkopf haben, ja, dass es da Leute gibt, die da mit mehr Hubraum fahren. Das hilft dann schon. Und wir reden hier jetzt nicht von einem 3.8 oder 3.9er, was ich da im Brabus habe. Nee, das ist ja noch. Sondern mit einer 4 davor, ja, ne? Ja, da ist eine 4 davor. Das geht dann schon. Also da ist der nicht mehr so weit weg. Hast du gehört, Rafa? Der sagt, ach, ihr. So macht er jetzt gerade vorm Fernseher. Wir fahren auf jeden Fall demnächst irgendwann mal zum Ralf, weil da bringen wir ja dann zwei Autos hin. Wir müssen nur noch ein bisschen quatschen und werden bestimmt auch während der Arbeit auch immer wieder besuchen. Unabhängig davon jetzt, was wir hier für Autos zeigen, beziehungsweise seine Autos zeigen. Vielen Dank, Ralf, und vielen Dank, Chris. Gerne. Am 190er geht es auf jeden Fall weiter. Also man sieht, wir haben gerade noch mal gehabt von hinten, ne, weil. Also man sieht gar nichts, ne? Auch an der Abgasanlage nicht. Aber was hast du gemeint gehabt, wenn man da drunter guckt? Ach so, ja. Die Kühlrippen, ja.
Ja, ob das jetzt jemand gleich so versteht und weiß, was da Sache ist. Wenn es ein Insider ist, wenn der Kühler, wenn man in der Dunkelheit hinterherfährt und durch die Scheinwerfer, dann sieht man unten den Kühler. Aber dann rattert es im Kopf, aber das kommt schon nicht auf die Idee. Aber möglicherweise bin ich dann auch schon weg. Da, wahrscheinlich. Ja, zum Thema Mercedes. Ihr habt ja den Ralf gesehen und der ist auch positiv, auch hier einer an der Waffel, positiv. Und ich bin froh, dass ich auch gerade solche Leute hier kennenlernen dürfte jetzt, auch durch Chris und auch der Chris. Im Prinzip muss man jetzt hier nur noch das Tacho verbauen, Lambdas und da rein. Und dann ist er eigentlich fertig. Thema Tuning warten wir vielleicht noch. Ein, zwei Kleinigkeiten, was mich noch ärgert, ist hier das Lenkradspiel. Da muss man mal gucken, ob wir es da vorne vielleicht irgendwie ein bisschen enger schnüren können. Ansonsten werde ich fertig sein. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich habe ja noch eine Lederausstattung, auch frisch gesattelt, mit Türbeplankungen und alles, ob ich die Lederausstattung da reinmachen soll, mit vier Kopfstützen und so. Was meint ihr? Die raus, voll Leder rein, weil guck mal, da brauche ich ja immer noch eins, was gut ist, und der ist bei dem anderen Set sind sie komplett gut. Also mit dem Ralf gibt es auf jeden Fall noch in Zukunft Videos. Es wird gut. In diesem Sinne, Thema 190. Bis zum nächsten Video. Ciao.